haben Sie sich auch schon gefragt, wie Weinexperten können einen Wein an die Nase nehmen, daran schmecken und können Traubensorten sagen und vielleicht sogar noch das Alter des Weins. Beeindruckend. Das ist natürlich alles eine Übungssache. Das kann man lernen, wenn man die Aromen anhand von Früchten oder Gemüse sich einprägt oder sich einen Aromakoffer zur Hand nimmt. Und auch da ist es reine Übungssache. Beim Wein unterscheiden wir zwischen drei Aromatiken. Das ist die Primäraroma, Sekundäraroma, Tertiäraroma. Bei den Primäraromen sind die Aromen schon in der Traubensorte enthalten. Bei einem Pinot Noir sind das sehr, sehr fruchtbetonte Aromen. Oftmals rote Früchte wie Erdbeere, Himbeere. Bei einem Gewürztraminer ist es oftmals Rosenblätter, die dominant ist. Bei den Sekundäraromen entstehen die Aromen durch Gärung. Das sind dann vorwiegend Ananas, Bananen, kann aber auch Grapefruit sein. Grapefruit ist eine sehr dominante Aromatik, zum Beispiel im Sauvignon Blanc. Es kann aber auch reifes Obst sein, wie Äpfel oder Birnen. Weitere Aromatiken entstehen durch den Ausbau in einem Barrique. Ein Holzfass wird zuerst toastet. Durch die Toastung entstehen Aromen wie Pfeffer, wie Vanille, aber auch Rauch. Und durch das Einfüllen vom Wein in das Fass und eine gewisse Lagerung in dem Fass nimmt der Wein die Aromatik auf und die sind nachher schön im Wein enthalten. Bei den Tertiäraromen, da sind das reife Aromen. Die entstehen durch die lange Lagerung, sei das im Fass oder auch in der Flasche. Da redet man dann vielmals von Holz, man redet von Champignon, man redet von Rauch, man redet von Waldboden. Das sind alles so reife Aromen. Und das merkt man jetzt gut oder spürt das, wenn man so einen Rioja Reserva, der jetzt auch schon 17-jährig ist, dort trinken. Generell gilt, die Aromen vom Wein kommen nicht allein aus den Traubensorten, sondern durch die Vinifikation, den Ausbau, z.B. in einem Barrique, und dann durch den Alterungsprozess in der Flasche.